So, hallo, willkommen zurück zu Let's Play Pokémon XD Kampf-CDs. Yippie-yay, wir freuen uns alle, nicht wahr? weiß gar nicht mehr, wo wir stehen geblieben sind, aber, ach ja, ich erinnere mich. Wir haben ja neue gekauft. Mundtier mal zwei, sie sind gut im Stören. Whatever. Zwei Mundtiers gegen, okay. Verhöhner. Zugabefassade. Okay. Du kannst Schutzschild, Schwerttanz, Stafette, Blutsauger. Okay. Kosmikkraft, Spotlight, Wund. Und Erdbeben. Ja, gut, ne? Alles klar. Na, dann probieren wir es doch mal. Ich hoffe, ich glaube einfach mal, Verhöhner ist das Rätsels Lösung. Keine Ahnung. Ich hoffe es einfach mal. Siebträderin Julia. Na dann, auf geht's. Bin gespannt, wie lange wir noch in diesem Kampf Zeit verbringen werden. Meine Güte, es dauert jetzt schon wie viele Parts? 6, 7, 8? Keine Ahnung. Ich habe aufgehört zu zählen. Naja, egal. Ninjask und Pixie. Na dann, auf geht's. Mundtier Nummer 1 und Mundtier Nummer 2. Okay, wir machen mal Verhöhner auf beide, weil warum nicht? Natürlich magst du Schutzschild. Ist ja klar. Aber natürlich Schutzschild auch. Derp. Oder machen wir das doch mal so und pam. Das war vielleicht nicht so gut. Hätte vielleicht die Zugabe machen sollen, oder? Ich weiß nicht. Du machst jetzt die ganze Zeit Fund. Aber das Erdbeben tut trotzdem weh. Ha. Das ist eine erstaunlich gute Frage, ne? Wie funktioniert das? Wie wurde sich das denn gedacht? Meine Blutsauge tut mit dem Schwerttanz trotzdem weh, ne? Ja, schon irgendwie, ne? Und wie genau soll ich dann dieses Ursaring killen? Boah, das auch noch. Ja, wunderschön. Okay, das Pixie ist schon mal fast down. Ach, Verhöhner geht nur eine gewisse Rundenanzahl lang? Aha. Okay. Oh. Ich sehe schon. Oh, ich glaube, da brauche ich eine Lösung, weil ganz ehrlich... Kein Plan, wie das funktionieren soll. Wie sich das gedacht wurde. Puff. Hau einfach so feste auf das Ursaring drauf, dass es nicht mehr weiß, wo vorne und hinten ist. Boom. Das ist gerade mein Plan. Vielleicht klappt er ja. Pixie. Immer feste auf dieses Ursaring drauf. Ja gut, das Ursaring ist natürlich schneller als alles andere. Natürlich. Ja gut, ne? What? Alter, das One-Hitted einfach mal die... Okay, da muss ich nachschauen. Ganz ehrlich, da habe ich keinen Plan. Wow, wie soll das denn funktionieren? Ha! Okay, da gebe ich mich geschlagen, muss ich sagen. Weil, bin ich zu blöd für. Ich bin zu blöd für so Verhöhner-Taktiken und Zugabetaktik, da bin ich zu blöd für. Ah, neuer Versuch, jawohl. Ich schau mal nach, wie das funktioniert. Das erste Mundtier setzt Fassade gegen Pixie und das zweite setzt Verhöhner gegen Pixie ein. Okay, Fassade und Verhöhner auf Pixie. Alles klar. Komm, es kann ich doch bestimmt abbrechen, dankeschön. Fassade und Verhöhner auf Pixie.
Erste Runde? Pixie! So, also Fassade und Verhöhner auf Pixie. Jawohl. Soweit war ich ja schon mal nicht allzu schlecht. Ne? Wusch. Und Verhöhner, jawohl. Zweite Runde. Das erste ist jetzt Zugabe gegen Nidias, das zweite ist jetzt Fassade gegen Pixie ein. Okay, soweit war ich ja auch schon mal, ne? Dass ich mit Zugabe irgendwie was machen muss. So, Zugabe und Fassade, ne? Fassade gegen Pixie. Puff! Yay! So, jetzt sind wir beide Sätze Fassade gegen Ninjask ein, okay? Au! Muss da jetzt ein Volltreffer kommen? Musste natürlich, ne? Beide Fassade gegen Ninjask, okay? Alter, das funktioniert doch trotzdem nicht. Hä? Ach so, ich weiß, warum das Ursaring schneller war. Oh, natürlich bin ich starr vor Liebe. Fucking Schambolz hat mir bestimmt alles vernichtet. Jetzt bin ich schon in Runde 4. Ich glaube, das ist schon gescheitert. Ah ja, vorhin wurde ja der Temposchub übernommen mit Stafette an das Ursaring. Das war natürlich bösartig. Und der Schwerttanz war auch drin. Von daher, komm und hier bitte triff. Danke. Boom. So, und jetzt? Solange Fassade gegen das Ursaring, bis es tot ist. Habe ich kapiert. Alles andere gibt nämlich keinen Sinn. So, na dann. Mundi, du musst angreifen. Dankeschön. So sind wir nämlich auch schneller als dieses Ursaring. Kackviech. So, mit drei Fassade dürfte... Oh, oder so. Ah, das hat aber nicht gereicht. Schade eigentlich. So, jetzt... Wie viel Schaden macht jetzt das Ursaring? Darauf kommt es jetzt an. Natürlich kommt ein fucking Volltreffer! Alter! Wurde ich weggehext? Das ist ja unfasslich. What the fuck, ey? So eine Scheiße hier. Mundi, du musst treffen. Du musst bitte treffen. Okay, das Ursaring ist tot. Boah, da wurde ich weggehext, ne? Das ist ja unfasslich. So, den Pfund überlebe ich wahrscheinlich. Ja. Oh, Mundtier, wenn du jetzt triffst, dann habe ich gewonnen. Wenn du nicht triffst, habe ich verloren. Oh, Mundtier, please. Oh, das hat schon wieder so mit Glück zu tun. Ich hasse es. Oh, Mann, fucking Schambolzen. Oh. Naja, Leute, das mache ich offscreen, würde ich sagen. Scheiße. Oh, das war... Nein, ich wollte kein Neuversuch. Nein, ich wollte es nicht. Nein, nein, nein. Oh. Ich wollte es eigentlich nicht machen. Scheiße. Na gut, dann machen wir es halt nochmal. Dumm. 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 Wieso aktiviert sie auch dieser Schambolzen und bleibt vor allem bis zum Ende des Kampfes aktiv? So, Verhöhner. Uff. Och, dumm. Dumm einfach nur. So, dann machen wir es halt nochmal den ganzen Spaß hier. So, jetzt machen wir Fassade und Zugabe, ne? Jawohl.
Ah, oh, dieses Ninjasuke, ne? Das riecht mich auf. Boom! Ja, du mit deinem Temposchub, du bist mir total egal. Du wirst nämlich jetzt vernichtet werden. Jawohl. Weil es war blöd, ne? Also hat jetzt... kommt jetzt gleich Ursaring rein. So hätte ich gleich Ursaring mal schwacken können. Das war taktisch unklug. Taktisch unklug, hallo. Das war blöd. Blöd. Ja, egal. Und S-Cosmic kraftet sich jetzt hier gerade hoch, oder was? Das ist blöd, was ich hier mache. Oh, das habe ich voll verkackt, glaube ich. Aber das Ursaring muss weg. Boom. Boah, da brauche ich fast 4 Angriffe, um dieses Ursaring zu killen. Ne? Das ist nicht normal. Das Erdbeben wird wehtun. Au, Alter. Scheiße. Dieses Ursaring, ne? Das macht mir viel zu viel Schaden. Stirb einfach. So, Montiers, ihr schafft das. Fassade. Bäm. So, auf wen? Auf welches? Auf das, was hier... Das war selten dämlich. So, jetzt ist die Chance wirklich da. Also, so gut stand ich noch nie. 2 Mundtiers ohne einen Schambolzen drin. Da wird das Ding definitiv blöd. Na gut, nicht mal. Ich hab nichts gesagt. Das schaffen wir, Leute. Boom! Nice! Ciao, du ekelhaftes Vieh. Yay! Oh... Das war schön gerade. Aber ich hab's trotzdem aufs Onscreen gemacht. Ja, warum auch nicht, ne? Kann man ruhig mal machen. Ja, das war schon ein bisschen heftiger. Wobei, es war eigentlich eher wieder Glück. Schlokraut bekomme ich dafür, okay? Pa-pa-pa-da-pa-da-pa-da-da-da. Aileda King-Pärchen. Auch Schnarchnasen können fies sein. What? Wahlband und Wahlband. Okay, Risikodeckel und Spukball. Und du kannst Brüller. Okay. Okay. Moment mal, wer ist denn schneller? Die Leta Kings sind auf jeden Fall schneller. Okay, Schutzschild, Kratzer, Schutzschild, Eierbombe, Schutzschild, Verfolgung. Wir können also alle Schutzschild. Okay. Okay, ich glaube, ich weiß aber schon, wie das funktioniert. Ba-da-ba. Wie viel? Kann wir bei 8 Runden. Okay. 8 Runden. Das wird interessant. Auf jeden Fall. Du musst aber, glaube ich, auf jeden Fall mit dem Grabums immer die Lederkings wegbrüllen. So viel ist ja klar, ne? Damit die sich gegenseitig austauschen. Und ja. Das heißt, werde ich dann gleich austauschen? Ich glaube ja fast schon, oder? Also die machen jetzt eh hier beide Schutzschild, von daher. Ich mache jetzt einen Angriff. Die machen eh beide Schutzschild. Ich mache jetzt. Kann ich eigentlich beide austauschen? Geht das? Tausch. Und jetzt tausche ich zurück. Geht das? Nee, das geht leider nicht. Schade. Okay, wie machen wir es denn dann? Ist eigentlich egal, ne?
ich irgendwelche Items, die ich benutzen kann? Nein, natürlich nicht. Ja, ne? Und so. Ist jetzt eine gute Frage. Wer hat denn mehr Angriff von euch? Moment, wer hat denn mehr Angriff? Die haben beide natürlich genau exakt dieselben Werte. Okay. Na dann, Risikodeckel und du tauschst mit dem Grabums einfach aus. Das wird schon funktionieren. Okay, jetzt machen beide Schutzschild. Das ist sehr schön. So. Jetzt machen wir. Ja gut, das war jetzt 0. Achso, Waldband. Achso. Ich kann jetzt den Brüller machen. Das ist echt blöd. Das ist ein blöder Kampf. Fällt mir nicht. Aber die haben jetzt gerade Schutzschild gemacht. Das heißt, jetzt machen die kein Schutzschild mehr. Dann in der nächsten Runde kann ich angreifen. Ne, da machen die wieder Schutzschild. Oh, das ist blöd. Machen wir es mal so. So, er faulenzt. Sie macht die Eierbombe. Okay. Kratzer, okay. Er macht den Brüller. So, jetzt brüllen wir unser Lederking weg. Und das andere Lederking kommt raus. Genau. So, jetzt machen die eh wieder Schutzschild. Das heißt, ich mache jetzt Brüller. Ah, dann in der nächsten Runde, dann geht's los, Friends. Hola! So, jetzt stirbt nämlich irgendjemand. Und am ehesten das Kekleon, weil der ist nervig. Und ich mach wieder den Brüller auf unser Lederking. Risikotackle! Nice! Ich hoffe, das reicht dann von der Rundenzahl an. Nee. Ja. Fände ich echt gut. Jetzt können wieder beide Schutzschild machen. Das ist blöd. Ja, vielleicht reicht's ja. Warten wir es mal ab. Okay, jetzt macht der Schutzschild. Und er hier auch Schutzschild. Boah, ich hoffe, ich kriege das Zwirklob kaputt. Brüller! So, Leta King. Du greifst jetzt das Hightaira an. Und dann kommt der Brüller. Bäm! Das reicht natürlich aus, ist ja klar. Weil ein Angriff von 160 Base ist schon nicht zu verachten, ne? So, er brüllt sich einen ab. Und jetzt müssten wir nochmal den Brüller machen. Ich bin gespannt, ob das funktioniert hier. Es reicht natürlich aus von der Rundenanzahl. Wir kommen genau auf 8 Runden. Aber reicht der Spukball? Das ist die Frage. Also Spukball ist ja in der Generation noch physisch, weil Geist. Aber das heißt ja nichts, ne? Spukball! Bäm! Wusch! Und das reicht. Jawohl. War das so gedacht, ja?
interessant. Aber hat funktioniert. Okay. Bam. Da-dam-dam-dam-da-dam-dam. Einen Hyperball. Ist das dein Ernst? Kann ich denn mal wieder welche kaufen eigentlich? Nein, noch nicht. Okay. Gut, Freunde, würde ich aber sagen, wir haben noch einiges zu tun. Oh mein Gott, ich bin echt gespannt, wie lange wir da verbringen. Aber im nächsten Part geht's weiter. Und deshalb würde ich sagen, also dann, bis dann. Ciao, Leute.